Hi liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute mal wieder ein EDC-Video. Ja, was habe ich so am Mann? Im Moment schleppe ich ganz viel uhrenmäßig meine alte Vostok wieder durch die Gegend. Ich habe die jetzt zur Reparatur gebracht. Ich muss euch sagen, diese Vostok Anja Titan, ich mag die echt leiden. Das ist eine coole Uhr, eine schöne Tic-Tac. Automatikwerk und gelötet, aber die war bis jetzt mehr kaputt, als sie gelaufen ist. Ich habe die schon jahrelang, bestimmt 10 Jahre, und sie lag, weil ich auch Frust hatte, immer sehr lange kaputt rum. Und die ist jetzt schon 4-mal beim Importeur eingeschickt gewesen zur Reparatur. Und immer wieder die gleichen Krams, dann fallen die Zeiger ab und irgendwelchen Mist. Und ich habe diese Vostok jetzt wieder mal, ich habe den ja jetzt so nach, irgendwie, die lag jetzt schon wieder 4 Jahre rum bei mir. 3 Jahre, glaube ich, 3 Jahre bestimmt. So, will ja nicht lügen, aber. Und dann habe ich gesagt, jetzt schickst du die nochmal ein. Und dann haben die die wieder repariert. Auf Kulanz, muss ich sagen, sehr nett, nach so vielen Jahren noch so eine alte Uhr wieder auf Kulanz zu reparieren. Ich finde die cool. Hat hier auch Tritiumbeleuchtung und so weiter. So richtig schöne Uhr. Ja, und ich freue mich gerade wieder, dass ich sie mal wieder benutzen kann. Und im Moment trage ich seit ungefähr 2 Wochen diese Uhr und das macht mir richtig Spaß. Ja, wir hatten jetzt am 23. hatten wir hier bei mir hier an diesem Ort wieder unser Mitsommernachtsfest mit ganz vielen netten Leuten. Es war richtig toll, ein schöner Abend. Wir hatten hier Lagerfeuer, ganz viel geiles Essen. Jeder bringt was mit. Das war wieder ein besonderer Abend. Ja, und abends hier dann Licht, Thema Licht. Ich schleppe im Moment hier diese XT11 GT Pro von Clarus durch die Gegend. Ich hatte euch ja schon mal diese XT21 vorgestellt, die natürlich mit dem dickeren Akku ein viel größeres Geschütz ist. Und was ich im Moment cool finde bei Clarus und auch, ich mache dann noch mal ein Video drüber, wieder über Lampen, ein ganzes Video, dass im Moment die Hersteller, und das ist nicht nur Clarus, auch Phoenix macht das, die Tactical Modes jetzt richtig eine coole Funktion haben, dass sie hier für Strobe einen Wippschalter haben. Seht ihr das? Hier so eine Wippe. Warte mal, ich mache mal hier Licht an. So eine Wippe haben, so einen Wippschalter und einmal den Tactical Schalter. So kann man mit dem Ding auch richtig mit Pistole oder sonst wie, auch wenn man auf Jagd ist. Ich meine, das betrifft nicht viele, ist klar, aber wenn man mal so Nachsuche hat oder was und hat sein Püster mit dabei, ist man mit dieser recht gut bedient und das hat die andere natürlich auch. Aber im EDC-Bereich ist das Ding schon wieder eine Macht, das ist schon wieder eine riesen Wupper. Hat natürlich dann auch einen riesigen Reflektor und leuchtet ganz viel und macht da irgendwie 4000 Lumen, die macht ein bisschen weniger. Aber so von Handlichkeit und so weiter ist das super. Die neuen haben jetzt alle, das scheint der Trend zu sein. Ich finde es generell nicht perfekt, weil ich halte nichts davon, wenn die nass werden, dass elektrische Kontakte Feuchtigkeit bekommen. Daher besser kein USB da dran, sondern ich fände es cooler, wenn man die Akkus mit USB-Slots versieht. So kann man denn den USB-Slot, den Akku dann einfach extra laden, ins Auto legen, nimmt einen neuen Akku und Attacke. Daher, ich bin nicht so ein richtiger Fan von diesen USB-Slots an taktischen Lampen. Ist irgendwie sinnbefreit, weil sie dann die Lampe blockieren in der Nutzung, wenn ich sie nachladen muss. So, mit den anderen Slots ist das besser. Ich finde das Ding recht cool in der Benutzung und so weiter. Hier sind nicht diese blöden, immer ewig Suchtaster dran. Das finde ich sehr gut und daher gefällt mir die. Wie gesagt, ich habe im Moment mehrere Favoriten, die immer so durchkursieren. Meine Favoriten im Moment sind von Phoenix eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, PD25, glaube ich. Dann habe ich die Clarus hier. Dann habe ich die neue Nextorch dabei. Aber hier diese 11er GT Pro ist richtig cool. XT11
11 GT Pro. Was für ein Name. Klarus XT11 GT Pro. Müssen wir mal gucken. Also ich finde die ganzen Lampen, jetzt mal ganz ernst, dieser ganze Quatsch, was da geredet wird, und die hat mehr Sidespill und da mehr Spot und da mehr dies. Die Dinger sind alle heute gleißend hell nach meiner Auffassung. Darüber zu reden, was da nun viel besser ist, also in erster Linie zählt für mich Bedienelemente, und das ist hier das Thema. Für daher finde ich die Klarus sehr, sehr gelungen, wie auch eben die neuen Phoenix. Nextorch sowieso, aber das sind so die, die ich benutze. Ja, dabei ist noch so ein Holster. Fragt sich, nimmt man den, benutzt man den? Also ich benutze meist diese Holster nicht. Ist hier mit dabei. Und auch bei dieser ist ein schönes Gimmick, wer das mag. Ich persönlich bin da nicht so für zu haben. Taschenmesser. Jetzt zeige ich euch ein Taschenmesser, was es schon gar nicht mehr zu kaufen gibt. Ich weiß nur, dass ASMC davon Reste hat. Ich bin dadurch durch einen Freund aufmerksam geworden. Das ist das Thunderstorm von Böker Plus. Das ist ein Buttonlock-Messer und das geht richtig gut auf und zu. Ich habe jetzt hier diesen Daumenpin entfernt, nicht weil ich den EDC-konform, also 42A-konform machen will, weil das ist ja sowieso Quatsch, weil das Ding mit dem Button sowieso Einhandbedienung ist. Aber es dreht sich darum, dass der einzige Makel an diesem Messer ist, dass dieser Daumenpin sehr weit vorn ist. So hast du dem, egal was du machst, wenn du mal Brot schmierst oder schnitzt oder sowas, stört immer dieser Pin. Den hätte man ruhig viel weiter nach hinten legen können, fast einen Zentimeter, und dann wäre das wesentlich besser gewesen. Deswegen habe ich den einfach rausgeschraubt. So ist das. Die Dinger sind echt cool gemacht, aus 8 Stahl, nichts Besonderes, schneiden aber wie Adi, haben hier so ein Hohlschliff, der ziemlich weit hoch geht und sehr, sehr fein ausgeschliffen ist. Richtige Schneidteufel, und die sind gerade irgendwie für 40 Euro bei ASMC noch zu kriegen. Das Thunderstorm, Böker Plus Thunderstorm. Und das hat ein Aluminium-Body hier mit, ihr kriegt das mit einem Glasbrecher Dorn am Ende, oder ihr könnt auch eine platte Kappe raufschrauben, könnt über dieses Ding Clip nach rechts, links drehen, ist auch für Linkshänder in jeder Form gut nutzbar. Und das Teil ist richtig nice, macht mir richtig Spaß, und vor allem, also du kriegst das eben schnell bedient und der Griff liegt mördergut in der Hand und ist einfach ein ganz, ganz tolles Taschenmesser, und bei dem Preis braucht man auch nicht so drauf achten, was man damit macht, und wenn man damit mal ein bisschen rumhurt oder was und das ein bisschen härter beansprucht, aber wirklich, und der Klingengang von dem Ding, das ist wirklich allererste Sahne, also es macht richtig Spaß, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe jetzt nichts mit ASMC am Hut oder so, und ich habe mir das auch selber gekauft, wie gesagt, die gibt es nicht mehr, nur noch ASMC hat, glaube ich, ein paar rumliegen. Müsst ihr mal gucken. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, dieses Messer ist ganz, ganz toll. So, was habe ich noch dabei? Im Moment, das Exodus 4 habe ich ja letztens erst vorgestellt. Ich mache euch oben meinen Link rein. Das schleppe ich gerne durch die Gegend. Ist ein richtig cooles EDC-Messer. Nicht, dass ihr glaubt, ich hier mit meiner Badehose laufe damit mit diesen Sachen die ganze Zeit rum. Aber es ist so, dass ich mit diesen Dingen recht viel unterwegs bin. Also ich wechsle dann mal. Und momentan habe ich auch ganz viel dieses Essential von Bark River dabei. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ja, Bark River, da schimpfe ich doch immer so drauf rum. Ja, genau, auch dieses hier, echter Kernschrott von Bark River. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein kleines, das hat knapp nicht mal 7 cm Klingenlänge, dieses Teil. Und dann hat es hier irgendwie 4 mm Klingenstärke, ist recht robust, recht stabil gebaut, hat hier wunderschönes Mikata. Elfenbein Mikata, ganz, ganz toll. Und hier mit dem Fuller, das Ding sieht richtig nice aus auch und ist auch, liegt gut in der Hand, so als kleines EDC-Messer. Aber jetzt kam's. Ich habe das bekommen von Edzard.
Edzard hat mich besucht. Wir kannten uns vorher nicht. Er sagt, rief einfach an, hey, ich bin in der Nähe. Ich wohne eigentlich bei dir in der Nähe und ich bin gerade auf der Durchfahrt bei dir, weil mein Kumpel, der wohnt einen Ort weiter und der feiert seinen Geburtstag und den will ich gerade besuchen. Und ich wollte mal eben vorbeikommen und dir mal eben was geben. Jo, cool. Edzard wohnt in Bratislava und ist normal gerade die meiste Zeit in Bratislava unterwegs. Ist sehr viel reisend und so weiter, aber gebürtig bei uns in der Nähe hier. Und dann kamen wir eben bald, wir haben ganz nett miteinander gequatscht und er hat mir dann dieses Messer hier vermacht und er sagt, das kann, da kannst du nichts mit anfangen und er hat sich so schon drüber geärgert und ob ich mir das umschleifen will. Gesagt, getan, dann habe ich dann gemacht. Edzard habe ich noch als Reparationszahlung noch von uns ein Natrix mitgegeben. Und dann bin ich beigegangen. Ihr müsst euch vorstellen, der Anschliff ging nur, wartet mal, kann man das sehen, eigentlich nur bis hier runter. Das, und dann war das Ding wie eine Gransfors-Axt so dick geschliffen. Das heißt, das war richtig so ein balliges Ding, das hatte keinerlei Schneidleistung, gar nicht. An für sich, hier sind auch noch so ein paar Ungleichheiten wieder, die Bark Riverschen Standardfehler für 250 Euro kann man das ja mal haben. Hier auch ein bisschen krumm alles. Ja, da sind sie dann. Und dann dieser Anschliff, das ging eben gar nicht. Balliger Anschliff. Dann habe ich jetzt hier einen Flachschliff drauf gezaubert. Das ist eben übrigens CPM M4. Der kriegt auch ordentlich Patina. Und dann habe ich hier den Flachschliff bis fast auf Null runter und habe dann hier unten nur so eine mikroballige Faser drauf gemacht. Einfach so, weil es einfach so vorgegeben war, weil das ja schon auf Null geschliffen war. Und habe diesen Anschliff dann auch noch höher gesetzt, sodass wir hier jetzt den Spiegel bis genau unter den Fuller habe ich den gesetzt. Guckt mal, könnt ihr das sehen? Bis genau unter den Fuller. Und das auf beiden Seiten versucht, möglichst gleich zu machen. Und jetzt ist dieses Messer echt ein Spaß, damit zu arbeiten. Es macht richtig Laune, das dabei zu haben. Hier der Bark River typische Lederscheide, die ist natürlich für mich als linke Kralle ein bisschen blöd, weil das dann immer falsch rum drin steckt. Ich werde mir da noch mal eine für machen. Und ja, das Messer ist jetzt so, wie ich mir das eigentlich vom Bark River vorstellen würde. Was sagt ihr dazu? Ich denke mal ernsthaft, 250 Kraraschen rufen die dafür auf, für dieses Essential. Und dann ist das hier mit eine Schneidleistung, da kannst du eher, also Weißbrot zerquetscht du mit der Schneide. Das ist der Wahnsinn. Also einfach traurig. Ja, nächstes Thema. Ich habe im Moment, wie ihr wisst, bin ich ja so ein Chinesen-Handy-Heini. Thema EDC, Handy gehört dazu, finde ich, habe ich immer dabei. Ich benutze normal mein Ulefone Amor 18T, das habe ich immer dabei. Und das Witzige ist, für unterwegs, wenn ich ganz genau weiß, dass ich lange Zeit keinen Support habe, was Akku angeht, habe ich dieses Doji S100 Pro. Das ist ein Block. Ihr müsst euch, guckt euch das mal an. Also das Amor 18T ist schon wirklich, das ist ein Brikett in der Hand, aber das hier ist schon ein Ziegelstein. Ne? Jetzt kann man darüber rumlästern, wie man will. Also meine Frau macht's. Hier dieses Teil. Ich finde ganz witzig bei den ganzen Chinesen, dass sie wirklich die gleichen Tastenanordnungen haben, dass du fast immer glaubst, dass du mit diesem Handy, das ist alles exakt identisch, egal welche Marke du da nimmst. Daher hast du da nichts umzugewöhnen. Und das sieht auch alles super geil aus. Und ich habe das hier Funktion genauso wie immer. Bei meinem anderen ist das genauso. Daher habe ich dann das mal eben. Das ist echt lustig. Und dann hast du dir den Krempel genauso drin. Und ich switch dann einfach mal meine Karte rum. Warum das dieses Doji hat, natürlich eine immense Akkuleistung. Ich habe das schon eine ganze Weile. Ich habe es jetzt seit 2 Monaten ganz normal laufen im Haus. Einfach im Haus. Ich nehme das im Moment immer nur für Reisen mit.
Aber jetzt liegt das seit 2 Monaten. Es hatte vor 2 Monaten, war es auf 100% aufgeladen. Guckt mal, warte mal eben, ich muss mal eben zurück. Vor 2 Monaten war das aufgeladen und jetzt hat das hier 40% nach 2 Monaten. Standby, normal, rumliegen, eingeloggt, rumliegen, fertig. 2 Monate läuft das Ding schon. Wahnsinn, Wahnsinn. Das hat hier einen 20.000er Akku. Das ist ein richtiger Akkutank, mit dem ihr aber auch als Powerbank nutzen könnt. Und daher im Outdoor-Bereich, bevor ich jetzt noch eine Powerbank und allen Scheiß mitnehme, nimmst das Doji mit und hast alles dabei. Hast eine irre helle Lampe hier hinten dran. Kamera ist der übliche Kram. Nachtsichtkamera, alles mit dabei. Das ist auch ganz gut. Also da kannst du eben hier mit Night Vision arbeiten. Das siehst du eben hier. Warte, oh, jetzt habe ich wieder die Taste gedrückt. Und das finde ich ganz cool, die internen Speicher. Hier haben wir auch 12 GB RAM. Wir haben hier 256 GB. Und hier ist eben Nachtsicht. Könnt ihr sehen, die Kamera hat hier ein Infrarot. LED, die das dann erhält. Und das ist eine ganz coole Sache auch für YouTube, wenn ihr irgendwelche Sachen macht, so wie ich, dass man mal so Krempel nebenbei noch mal filmen kann, in der Kanzel oder was im Dunkeln, irgendwelche Wischer mit reinmachen. Das finde ich ziemlich gediegen. Ja, das haben heute viele, fast alle chinesischen Handys als Standard, was ich sehr gelungen finde. Das Yulphone hat ja hier diese coole Thermalkamera, die auch sehr, sehr empfindlich ist. Also super gut. Ja, das hier ist, wie gesagt, Doji S100 Pro mit einem riesigen 20.000er Akku da drinne. Und daher super geil. Ja, wie gesagt, das ist nicht mein ständiges Rumschlepp-Handy, aber ich zeige euch das mal eben. Das ist mein Rumschlepp-Handy. Also ich bin da schon Kummer gewohnt, was Gewicht angeht, aber hiermit kannst du auch ein bisschen Hanteltraining machen. Ja, so weit dazu. Schreibt mal auch in die Kommis, was haltet ihr von diesen Dingern als Outdoor-Lösung? Ich sehe da drin nicht die IDC-Lösung für jeden Tag, sondern so im Wechsel. Benutzt ihr auch, so wie ich, Handys im Wechsel? Dass ihr sagt, ich habe hier eins, das ist meine ständige Kiste. Dann habe ich eins für solche Anwendungen, wo ich weiß, ich bin lange unterwegs, habe keine Auflademöglichkeiten und so weiter. Schreibt mal bitte rein. Jo, das wäre es auch soweit. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch mal wieder hier einen kleinen Überblick gegeben, was es für Klumpatsch gibt. Und wie gesagt, den kann ich euch nur ganz wärmstens ans Herz legen. Ist im Moment, wie gesagt, ist ausverkauft. Und ich habe das auch, der kriegt ja nicht alles immer mit, was so auf dem Markt läuft. Und kannst ja auch nicht jedes Messer kaufen. Aber dieses hier hat es mir angetan, weil wir letztens im Brilon hatte Kumpel Patrick das dabei. Und ich so, ey, zeig mal. Und dann so in der Hand genommen, zack, schockverliebt. Weil das so cool funktioniert. Ja, Link mache ich euch unten nochmal rein. Unter die Dings, die anderen Links von dem Zeug natürlich auch. Hier von dem White River Exodus 4 von Beshko Knives. Da habe ich das her. Und das hier Buck River Essential. Ich will dafür nicht werben für Messer, die nicht funktionieren. Also das Ding musst du erst umarbeiten. Ansonsten die Klaruslampen, cooles Zeug. So, das war's aber auch. Bis denn. Tschüss, liebe Leute.